2 Corinthians 4:6. Also 2. Korinther 4:6 sagt uns. Paul says God who commanded light to shine in darkness. Gott, also Paulus berichtet über den Gott, der geboten hat, dass Licht aus der Finsternis hervorscheint. God which commanded light to shine out of darkness. Gott, der geboten hat, es wird der Licht aus dem Finsternis. Had shine in our hearts. Hat in unserem Herzen geleuchtet. Now, God hasn't command light to shine in our heart. Also Gott hat nicht geboten, dass Licht aus unserem Herzen scheint. God has shined in our heart. Sondern Gott selber, der als Licht ist, ist in unserem Herz aufgeleuchtet. God is our light. Gott ist unser Licht. Amen. Amen. He hasn't command light to shine. Er hat nicht geboten, dass Licht, es soll Licht werden in unserem Herzen. Amen. Amen. Now, you know, Paul is making a difference. He said, no, God who commanded light to shine out of darkness, but now in the new dispensation, hallelujah, under the ministry of the of righteousness and, amen, spirit, it is God himself who is the light that shines in our heart. So it means that God is in you. Amen. Come on, tell somebody, God is in you. God is in dir, sag's jemand. Denn Paulus erklärt uns, dass Gott, der geboten hat, aus der Finsternis, es wird der Licht, er selber, das Licht, ist in unserem Herzen und er leuchtet uns auf. Er ist unser Licht und deshalb ist es wichtig zu begreifen, er ist unser Licht. Halleluja! Halleluja. See what Paul says? To give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. 2. Korinther 4, wir lesen ab Vers 6. Nämlich, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unserem Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Amen. Amen. To give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Nämlich zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Amen. Amen. So it is the face of Jesus Christ. Also, es ist das Angesicht Jesu Christi. The revelation of the man Jesus. Ja, die Offenbarung des Menschen Jesu. I love him. Ich liebe ihn. Amen. Amen. The revelation of the man Jesus. Die Offenbarung des Menschen Jesu. That God gives light to the knowledge of his glory. Nämlich Gott schenkt uns Licht zur Herrlichkeit seiner Erkenntnis. Now, light simply means truth. Also Licht heißt Wahrheit. Amen. Amen. So the truth of the knowledge of the glory of God. Nämlich die Wahrheit über die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. It is in the face of Jesus. Dies gibt es nur im Angesicht Jesu. So if we want to know the knowledge of the glory of God, we need to know Jesus. Also, wenn wir das Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes wissen möchten, wir brauchen nur Jesus zu erkennen. Nothing else. Nichts anderes. Any other thing has no substance. Alles andere ist unwirklich. It's not relevant. Ist irrelevant. Including yourself. Sogar du selbst. Because who you are, denn wer du bist, the substance of your being, ja, die Wirklichkeit deines Wesens, is in the person of Jesus. Ist in der Person Jesu Christi. God created man, Gott schuf den Menschen, out of his being, nämlich aus seinem Wesen. And he determined that man will be defined by himself. Und Gott entschied sich, dass der Mensch durch sein Selbst definiert wird. So in order for you and I to see who we are, damit wir erkennen, wer wir sind, God has to shine in our hearts so that we have the knowledge of his glory through the revelation of Jesus Christ. Gott musste in unserem Herzen, ja, aufleuchten als Licht, damit wir die Erkenntnis seiner Herrlichkeit im Angesicht, also sprich durch die Offenbarung Jesu Christi, looking finden. Unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before us, he endured the cross, despised the shame, and he sat down at the right hand of God the Father. So when I see Jesus, I see myself sitting in rest, sitting in majesty, sitting, reigning, sitting with everything which is subject to Christ, subject to me. Because Paul says that as he is
as he rose from the dead, he didn't rise alone. He rose with me. And as he sat on the throne of majesty at the right hand of God the Father, I sat with him. All this right. is the position with which I mm-hmm. reign in life. Until you see yourself as a king, mm-hmm. as until you see yourself as he that has everything and at the same time having nothing, until you see yourself from that perspective, you will not have dominion. You will not have the ability to conquer any situation, any challenges, until we see ourselves from that perspective. I tell you, our life will not be relevant according to what the Bible or what God intends us to be. Amen? So Amen. We must see Jesus. Amen. Es ist wichtig zu erkennen, dass Hebräer 12, Vers 2 sagt uns, nämlich hinschauend auf Jesus, nämlich der Anfang und Vollender unseres Glaubens, nämlich aufgrund der Freude, was vor ihm gesetzt wurde, was hat er getan? Er hat das Kreuz erduldet, er hat gelitten. Und zwar, er hat alles, was zu Schanden macht, er hat dieses gar nicht berücksichtigt, sondern der Vater hat ihn mehr oben und zur Rechten, zu seinen Rechten gesetzt hat. Das bedeutet, deine neue Stellung heute, dein Zustand heute ist Zustand der Herrschaft, Zustand wirklich der Überwindung. Das bedeutet, egal was entgegen dir geworfen wird, wenn du dies anerkennst, wer Jesus ist, sprich, wer du in Jesus Christus bist, was würde passieren? Dann bist du in der Lage, all diese zu überwinden. Das bedeutet, du bist in der Lage, aufzustehen, nämlich zu erkennen, dass in Jesus Christus, so wie er in dem Vater alles hat, genauso hast du alles, obwohl du also äußerlich schaust und du nichts findest. Du siehst nur noch Herausforderungen hier links und rechts. Doch wenn du diese Einstellung, diese Haltung Christi beibehältst, was würde denn passieren? Du bist in der Lage, die Situation zu überwinden und umzukehren. Glory be to God. Ehre sei Gott. John tells us, Johannes sagt uns, 1 John 3, the verse number 2. Nämlich Johannes, 1. Johannes 3, Vers 2 sagt uns, it says, Beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Amen. Amen. Now, like this. Also, now. Gerade jetzt. Are we the sons of God? Gerade eben sind wir in Söhne Gottes. In every fullness. Nämlich in aller Fülle. Amen. You Amen. And I, we are the sons of God. Du und ich, wir sind Söhne Gottes. But it does not yet appear. Obwohl es noch nicht erscheint. What we shall be. Ja, es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. So the appearance, our appearance does not show our statue of sonship, but we are sons of God. Also die Erscheinung ist noch nicht so, dass man sehen kann, aha, das sind die Söhne Gottes, sondern wer wir sind, das sind wir, weil er das gesagt so hat. What will happen in order for us to appear as sons of God? Also was, see what it says. Was sollte geschehen, damit unser Sohnschaft, was wir schon sind, auch in Erscheinung treten? It says, but we know that, we know. This is the knowledge we have. Wir wissen, that when he shall appear, when Jesus shall appear, when Jesus shall be revealed to us, we shall be like him. Why? For we shall see him as he is. Wir wissen, dass wenn er offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, also ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Glory be to God. Amen. He's not talking about the future. Also er spricht nicht über etwas Künftiges. Amen. Because the revelation of Jesus Christ, denn die Offenbarung Jesu Christi, in its fullness, in seiner Fülle, has already been done, ist schon geschehen. He will not become king. Also er wird nicht erst König sein. He is king already. Er ist schon König. Amen. Amen. He will not have dominion over sin. Also er wird nicht erst irgendwann mal die Sünde überwinden. He dominated sin. Er hat die Sünde schon überwunden. He conquered sin. Er hat die Sünde besiegt. Jesus is in his full statue. Also Jesus in seinen reifen Zustand, in seiner Amen. Fülle. So he will not become.
Also er wird nicht erst werden. So when he is revealed to each person individually. Dementsprechend, wenn er persönlich dir und mir gezeigt wird. You and I will see him as he is. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Not as he will be. Also sein gegenwärtigen Zustand wird uns erscheinen. As he is. So wie er ist. And as we see him as he is. Und so wie wir ihn betrachten, wie er we ist. Shall be as he is. Und so werden wir auch sein. We shall appear as him. Ja, so wie er erscheint, so erscheinen wir auch. Amen. Amen. Because he is. Denn weil er so ist, so shall we be also. Also sollen wir auch sein. 1 John 4, the verse 17. 1. Johannes 4, Vers 17. As he is now. Ja, wie er nun ist. So are we in this world. So sind wir auf Erden, auf dieser so Welt. What do we need to see? Also was brauchen wir zu sehen? We need to see the face of God in the person of Jesus Christ. Es ist uns notwendig, das Gesicht Gottes in der Person Jesu Christi zu sehen. Amen. Amen. We have to see God in the person of Jesus. Wir müssen Gott sehen in der Person Jesu Christi. In the person of Jesus Christ. In der Person Jesu Christi. God is not rejecting us. Also da lehnt uns Gott nicht ab. In the person of Jesus Christ. In der Person Jesu Christi. God is healing us. Gott heilt uns. In the person of Jesus Christ. In der Person Jesu Christi. God is restoring us. Gott stellt uns wieder her. In the person of Jesus Christ. In der Person Jesu Christi. God has satisfied us. Gott hat uns schon gesättigt. All that God has done for man, alles, was Gott für den Menschen getan hat, is in the person of Jesus. Gibt es in der Person Jesu Christi. So God reveals himself, also Gott zeigt sich selbst as a man, als Mensch. Never to dissolve himself again as a man. Also nie wieder sich von dem Menschen loszulösen. Nie wieder. Oh God. God has remained man forever. Also Gott ist Mensch geworden, aber Gott hat sich entschieden, Mensch ewiglich zu bleiben. Before the incarnation, also vor dem Menschsein Jesu Christi, God was not a man. Gott war kein Mensch. So in the person of Jesus, in der Person Jesu Christi, the word became flesh. So wurde das Wort Mensch. We behold his glory. Und wir konnten seine Herrlichkeit anschauen. Amen. Amen. We could see God in his splendor. Wir konnten Gott sehen in seiner Majestät. As a man. Als Mensch. So that you and I today, damit du und ich heute as a man, als Menschen, we have a representation in the Godhead. Nämlich wir haben eine Vertretung in der Gottheit. Amen. Amen. There is a man representing you and I. Es gibt einen Menschen, der dich und mich vertritt. So when the father want to see you, he see the man. Also wenn der Vater dich sehen möchte, dann seht er den Menschen. When the father want to talk to you, he talk to the man. Also wenn der Vater zu dir sprechen will, nicht so wie bei Mose, ja, als ein Berg erstmal auseinanderreißen, sondern er spricht zu dem Menschen. When you want to talk to the father, you talk through the man. Also wenn du zu dem Vater reden willst, dann sprichst du durch diesen Menschen. That's why I can't come to the father and say, David, in the name of David, the father says, I don't know you, abomination. Und deshalb kann ich nicht zu dem Vater sagen, Vater, in dem Namen George, ja, also der würde ja sagen, aber den kenne ich gar nicht, also amen. Komm. So ja, lass das mal sein. To him and we are crying, Father, you can see all this my suffering. Ja. You see what these people have done to me. And the father says, I don't hear that type of talk. Amen. Ja, also manchmal komme ich zu dem Vater und sage, Vater, hast du nicht gesehen? Ja, also die andere hat mich einen Ohrfeiger gegeben. Ja, ich habe ja Probleme und da und dann. Der Vater sagt, also das kenne ich nicht. Tut mir leid. Amen. Amen. I hear only Jesus. Ich höre nur Jesus. He's your representative. Er ist deine Vertretung. In the name of Jesus. In den Namen Jesu. Ask the Father whatever you want. Bitte dem Vater, was auch immer du möchtest. This is what Jesus said. Aber das sagte Jesus auch. And the Father will give it to you. Und der Vater gibt's dir. Because he has given everything that you need in me. Weil er alles, was du je benötigen wirst, in mir gegeben hat, sagte Halleluja. Jesus. Amen. How can we emphasize Jesus? Also wie können wir Jesus übertönen? How can we be tired of Jesus? Wie können wir so müde sein, so lustlos sein über Jesus? Paul says that he is our life. Paulus sagte, er ist unser Leben. No, he doesn't give you life. Also er gibt dir nicht Leben. He is your life. Er ist dein Leben. Glory be to God. Hallelujah.
Thank you, Father. Danke, Vater. He came out of the bosom of the Father. Er ist aus dem Schoße des Vaters gekommen. And he went back into the bosom of the Father. Und er ist zurück zum Schoße des Vaters gegangen. Not alone. Aber nicht allein. With you. Sondern mit dir. With me. Mit mir. Hallelujah. Amen. That's why Paul says our life is hid with Christ in God. Deshalb sagte uns Paulus, nämlich in Kolosser 3, nämlich dass unser Leben ist mit sich in Gott verborgen. How can you feel? Wie kannst du denn versagen? How can you be oppressed? Wie kannst du unterdrückt sein? With this knowledge of his glory. Mit dieser Erkenntnis.